Es werden wohl noch mehr kommen. Ja, es kommen immer neue Maschinen. Ihre Geister finden neue Körper, doch wir leben nur als Erinnerung weiter. Und deshalb auch die Malerei. Ein Denkmal für unsere Schamanen. Für die Weisheit, die die Kaja uns nahmen. Das Maschinenöl macht die Farbe haltbar. Und so erhalten wir auch die Erinnerung an sie. Ich danke dir, Jägerin. Du bist ein Rätsel, das noch auf eine Antwort wartet. Das kann ich gut gebrauchen. Hier wollte die Utaru sich verabschieden.
Als wir bei der Befreiung den Käfigen entkamen, lief ich über diese Lichtung und dachte, sie sei hinter mir. Ich lief weiter, aber sie blieb hier. Danke, dass ich durch dich zurückkehren konnte. Ich will nicht drängeln, aber sicher ist es hier nicht. Ich verstehe. Ich tat das schon mal in Wachträumen. Im Teich finde ich ein Armband mit Samen, das sie verlor. Die Samen sind frei, keimen auf, alles wächst. Die Erinnerung an sie geht in den Dschungel über. Ich will ihr sagen, dass ich hier starb und zur Fremden im eigenen Land wurde. Und dass sie noch lebt, mit jeder Aussaat, jedem Regen, jeder Ernte. Was ist das? Da! Ihr Armband. Und ich dachte, sie sei hinter mir. Doch es ist nur mein Spiegelbild. Willst du allein sein? Zum ersten Mal bin ich's. Das brauche ich später noch. Nützlich sein, aber ganz schön bitter. Thank you.
du bist wirklich aufmerksam. Nehme ich für unterwegs mit. Mir nicht vorstellen, woanders zu leben. Das muss der Königsschrein sein. Es war für den verrückten Sonnenkönig. Das ist ein Denkmal. Da kommst du nicht rein. Ja. Ich bin sehr überzeugend. Aber was will ein Osaram überhaupt in einem Kaja-Schrein? Er erinnert mich an jemand. Einen Verstorbenen. Aber was weiß ein Mädchen wie du schon von Verlust? Einiges. Mein Geliebter.
Er baute Denkmäler für ihren König. Und dann gab er ihnen auch noch eine Vorstellung in ihrem Sonnenring. Die Karcha haben mir seine Knochen gegeben, aber was soll ich damit? Sie bauen nicht mehr. Sie lachen nicht mehr mit mir. Und die Statue des Sonnenkönigs macht das? Ich will seine Arbeit noch mal sehen. Die Spuren seiner Hände. Am Stein und am Metall. Das ist seine Seele. Doch dieser verdorrte alte Priester lässt mich nicht rein. Ich tu, was ich kann. Kehre um, Kind. Der beständige Yahamin will in seiner Zuflucht allein sein. Wenn du allein sein willst, geh woanders hin. Manche wollen hier beten. Entweihen, meinst du? Nur eine weitere Beschmutzung des einstmals Reinen. Fürwahr, unser Stamm verlor das Licht. Unser König ist falsch, der Tempel korrupt und die Soldaten schwach. Die Sonne hastet durch den Tag aus Scham. Die Karja wurden also unrein? Was meinst du denn damit? Ist Meridian nicht für seine Erbauer bestimmt, die es groß machten? Es war rein, bevor fremde Siedler es übernahmen. War Meridian also rein, als die Fremden in Käfigen starben oder in der Arena? Die Sonne ist rein, Kind. Es kommt uns nicht zu, den göttlichen Willen zu hinterfragen. Wir führen ihn nur aus. Ich dachte, Avads Krönung war der Wille der Sonne. Er hat seinen Vater entehrt. Entehrte uns alle. Einen Sonnenkönig töten. Wie viel Schatten, wie viel Dämmerung er über uns brachte. Und wie viele hätte der Sonnenkönig noch getötet, wenn Avad nicht gewesen wäre? Die Sonne rief nach Blut. Und wir hatten ihr zu gehorchen. Du nennst den Tempel korrupt. Aber gehörst du nicht dazu? Sie nennen sich Sonnenpriester, aber sie sind zu weich. Alles nur Kinder und Speichellecker. Und wer sein ganzes Leben lang im Dienst der Sonne stand, wird beschämt und ignoriert. Das ist es also? Schmollen? Ein Wutanfall? Du weißt nichts von unseren Bräuchen und wagst es, mich zu beleidigen. Warum hältst du die Armee für schwach? Weil sie keinen Krieg gegen alle führt? Ein Karja-Thron, der sich auf dreckige Söldner verlässt, das ist grotesk. Die sogenannte Befreiung war eine Säuberung. Unsere besten Krieger wurden aus der Stadt verbannt, nach Sonnenfall oder in den verbotenen Westen. Der Stamm ist zerrissen. Die einst im Licht wandelten, sind jetzt im Schatten. Doch alle außer dir sind froh, dass sie weg sind. Ich will nicht mehr streiten. Bleib oder geh, aber verwehre niemandem mehr den Zutritt. Ich bin hier durch den Willen der Sonne. Du solltest lieber versuchen, den Wandel hinzunehmen. Die Bitterkeit vergiftet dich. Dein Mitleid brauche ich nicht. Ich habe keins angeboten. Doch wenn du uns durchlässt, behältst du deinen Stolz, der dir ja so wichtig ist. Ihr werdet bezahlen. Bestimmt nicht bei dir. Als Kind habe ich Bleikugeln in die Esse geworfen und ihnen beim Schmelzen zugesehen. Heute fühle ich mich wie diese Bleikugeln. Wenn wir den Kater nichts beibringen können, wir werden ihnen bei meiner Stahlseele zeigen, wie man säuft. Ich habe den ganzen... Er leistete die beste Arbeit seines Lebens. Und sieh es dir an. Sie verschandelten es. Sie hassen, wofür es stand. Sie verschandelten das, wofür Sklaven lebten und starben. Sklaven, an die niemand mehr denkt. Kurzsichtige Bastarde allesamt. Wenn ihre Sonne von der Brücke springt, springen sie hinterher. Ach. Vielen Dank. Du hast meinen Wunsch erfüllt. Ich hoffe, du findest Frieden. Ach.
Ich wüsste nicht, was ich damit soll. Ebenso wenig wie die Karja. Auf Avad, ja? Er mag sie klein wie ein Mädchen, aber er hat den Osseran im Sonnenreich ein Zuhause geschaffen. Du siehst gut aus. Ich war unter dem alten König Wache. Diese Tage sind längst vorbei. Hab schon. Die Priester erzählen. Ich habe letzte Nacht zwei Wege. Ich kann dir nicht helfen. Meine Aufgabe ist es, Wache zu halten. Viel zu sonnig. Ich würde gern heiraten, aber ich habe das Gefühl, dass mich niemand will. Jeder braucht doch einen Farbdruck beim Leben. Komm, lass uns drüber reden. Du bist zum Tempel zurückgekehrt. Ich wurde eingeladen. Die Priester wollten hören, was ich über die Versöhnung mit anderen Stämmen zu sagen habe. Sie hören zu. Das ist zumindest ein Anfang. Der Weg vom Hören zum Tun ist weit. Wegen unserer Taten? Deiner Taten. Für die Trauernden. Es hat ihnen wohl geholfen. Du hast den Weg gezeigt. Die Reise bestimmen sie selbst. So ist das mit Priestern. Rot würde dir auch gut stehen. Nein, danke. Außerdem nimmt dein Tempel keine Frauen auf. Es wäre eine Bereicherung. Geh im Licht, Kind. Und die Sonne leite dich. Danke, Naman. Wo ich hingehe, kann ich vermutlich jedes Licht gebrauchen.